Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life hier auf dem Kanal Gibison. Ja, wie ihr seht, habe ich ein bisschen was an dem Setup gemacht. Ich bin auch wieder vor Ort, zurück aus dem Urlaub. Und ja, jetzt habe ich Lust, eine kleine Sonderfolge aufzunehmen, beziehungsweise keine Sonderfolge, einfach eine Folge für zwischendurch für euch zum Snacken. Und ja, da möchte ich gerne mal mit den Kommentaren reinstarten. Es sind ja einige geworden, einige haben sich angesammelt. Und ja, starten wir mal sofort rein bei Folge 59. Matthias Gruber schreibt, das muss ich mir merken. Ich erwarte Großes, muss mich erstmal ausziehen, ja. Das war richtig gut mit dem Container. Und vergiss nicht, dass du dich schon für den nächsten Winter vorbereitest. Wird schon kalt in der Nacht. Tolle Folgen wieder. Und ich wusste schon immer, dass die Pfarrer einen guten Draht zum Alkohol haben. Ja, könnte was dran sein, ne? Da könnte was dran sein. Dankeschön dafür, mein Lieber. Schön, dass du dabei bist. Kurzstulte schreibt, du müsstest für die Bücher und das Papier 810 Kronen bekommen. Bei der Kampfschule gibt es eine super Fertigkeit, die 800 Kronen kostet. Die lohnt sich aber sehr. Ja, mein Lieber, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Liebe Grüße gehen raus. Und schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Der Christoph schreibt, ich kriege immer eine leichte Krise, wenn ich dir zugucke, wie du die Schlösser öffnest. Es ist das typische Skyrim-Prinzip. Ja, das habe ich schon öfter gelesen, mein Lieber. Problem ist nur, Skyrim an sich habe ich nie wirklich gespielt. Ich habe wohl Elder Scrolls Online gespielt und da ist es halt nicht so mit den Schlössern. Oder wenn, dann habe ich es verkackt, das mal auszuprobieren. Halte den Dietrich ruhig und benutze dann das Schloss. Und wenn es stoppt, dann bist du auf der falschen Stelle. Und drehst den Dietrich immer ein bisschen weiter, bis du die richtige Stelle gefunden hast. Sonst weiterhin super interessant und entspannt. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Danke für deinen Kommentar. Das ist Work in Progress mit den Schlössern. Das wird aber, das wird. Der Martin schreibt, eine neue Folge Hobo und dazu mache ich mir gerade Chili Cheese Fries, gibt nichts Besseres. Liebe Grüße aus dem Restaurant. Mein Lieber, liebe Grüße erstmal zurück, ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Chili Cheese Fries hört sich mega lecker an. Hätte ich jetzt auch gerne. Richtig cool. Meistens anders schreibt, guter Whisky muss nicht teuer sein. Ja, das stimmt, da ist auf jeden Fall was dran. Muss man sich halt ein bisschen mit auskennen und dann läuft das schon. Ich sehe gerade, ich bin ein bisschen laut, bin ich wohl. Ich kann hier gerade nicht rüber switchen, sehe ich gerade auch. Ja, muss ich wohl im Nachhinein ein bisschen runterpegeln. Der Wieland Hörnlein schreibt, cool, und ein Tipp, geh zur Kampfschule und lern das Talent Schläger. Das kostet 3 Willenskraft und 800 Geld. Mach das in der nächsten Folge und teste es dann auch mal. Ja, mein Lieber, das haben wir getan. Zum Testen sind wir noch nicht gekommen. Weil die Schläger waren bis dato alle sehr freundlich und wollten nur ein paar Witze von uns hören. Aber das wird jetzt bald kommen. Möchte ich auch gerne mal den Schlagstock ausprobieren. Der liebe Andreas schreibt, schön, dass du dabei bist, mein lieber Wieland. Erstmal, Grüße gehen raus. Der Andreas schreibt, früher in der Schule. Andreas, Kopfrechnen ist alles. Du wirst nicht immer einen Taschenrechner in der Hosentasche haben. 2002. Ja, ich erinnere mich auch noch in der Schule. Mussten wir das auch immer so tabellarisch ausrechnen. Ich weiß nicht, wie sich dieses System nennt. Schriftlich halt, ne? Und dann haben wir in der 8. Klasse, glaube ich, auch einen Taschenrechner alle bekommen. Und ja, seitdem hat die Gehirnkapazität wesentlich abgenommen, was das angeht. Scotch war ein Verblend, das heißt ein zu dunkel geratener Whisky, der zuerst als minderwertig galt und eines Tages in ein amerikanischer... Und eines Tages ein amerikanischer Lord auf den Geschmack gekommen ist. Ah, okay. Also ein Blend heißt so viel wie eine Mischung. Okay, sehr interessant, mein Lieber. Ja, den Stoff zu kaufen war klüger, als ich dachte. Vergiss nicht, Shrek hatte overpowerte Kleider. Eve ist bei Schwester Agnes auch mal ein Volltreffer zu finden. Ja, auf jeden Fall. Der hat sehr overpowerte Kleider.
Da werden wir mal vorbeischauen. Wir wollten ja sowieso ein bisschen Geld farmen, ne? Ach ja, lasst mir gerne mal Feedback da, wie ihr das neue Setup findet. Ich habe die Kamera ein bisschen umgestellt, damit ich euch ein bisschen in die Augen gucken kann. So. Flammenherz schreibt, haha, angezogen klappt das. Ja, auch wenn wir es manchmal vergessen und dann nackt vor den Passanten stehen, aber angezogen ist immer eigentlich ganz gut. Liebe Grüße gehen raus an euch. So, Folge 59 war das. Alter Schwede, ich war echt ein bisschen lange weg. Für die, die es interessiert, ich war in Schweden gewesen, von Deutschland mit der Fähre übergesetzt nach Dänemark, dann über die lange Brücke, ich glaube Öresundbrücke heißt die, und dann da in Schweden raufgefahren. Ist ein sehr, sehr schönes Land, war super geil, sehr stimmig alles, total gemütlich irgendwie und ja, da ist halt nicht so diese moderne Architektur, sag ich mal, da ist halt viel diese Holzhäuschen und das ist alles ganz hutzelig, würde Kronk sagen. So, wir sind bei Folge 60. Der Andreas schreibt... Oha, der Andreas hat wieder einen rausgehauen. Eine Story aus dem Real Life. Zurzeit schreibe ich Parkbussen und mache mich auch sonst sehr beliebt, sagt er. Letzten Dienstag bin ich auf einem Parkdeck nähe dem Bahnhof gewesen. Da fragte mich jemand etwas. Der Mann sah obdachlos aus. Obdachloser als obdachlos. Ob er die Parkuhr nachzahlen könnte, wenn er sein Auto um drei Felder umparken könnte. Ich dachte, ja, ja, genau, das ist dein Auto. Antwortete trotzdem freundlich, dass das wohl geht. Er drückte den Schlüssel, ein weißer VW blinkte auf und parkte um. Es könnte sein, dass ein gewisser Knöllchenverteiler in Uniform doof aus der Wäsche geguckt hat. Mein Lieber, das fühle ich. Das passiert ja öfter, dass man unwillkürlich, sage ich mal, ne? Man sieht die Leute und dann, ja... Bevor man zum Nachdenken kommt, hat man schon ein Bild im Kopf. Und ja, das verstehe ich auf jeden Fall gut. Fast hätte ich vergessen, ein Like zu geben. So, das darf nicht passieren. Wie immer, mein Sonntagshighlight, mein Lieber, das freut mich. Sehr schön. Dankeschön für den tollen Kommentar. So, Flammherz schreibt, deine Titel sind immer genial. Wünsche dir einen schönen Sonntag. Voller Support ist natürlich am Start. Dankeschön dafür, liebe Flammherz. Und meistens anders natürlich auch. Ab und zu schaue ich bei euren Videos mal rein, nur aktuell fehlt mir leider die Zeit. Und natürlich, um die Watchtime da nicht in die Knie zu zwingen, schaue ich das dann nicht. Also bevor ich nur eine Sekunde da bleibe, schaue ich es dann nicht, weil ich leider keine Zeit habe. Aber liebe Grüße gehen raus. Matthias Gruber schreibt, Sonntagnachmittag, erstmal geschmeidig eine Folge Hobo von Gibison, einfach top. Dankeschön, mein Lieber. Das freut mich. Der Martin schreibt, es gibt nichts Schöneres als eine neue Folge Hobo nach einem langen Arbeitstag. Apropos E-Autos, wir haben einen Hybrid von BMW und wir hätten bei uns am Restaurant eine E-Zapfsäule, aber... Man braucht eine Extrakarte und das ist viel zu teuer. Aber da ist auch ein Ladekabel dabei, welches man an einer normalen Steckdose anschließen muss. Und über Nacht ist das Auto voll. Die Zapfsäule sind nur ein bisschen schneller und nicht bezahlbar. Und den Hybrid kann ich nur empfehlen, weil man halt auch mit Benzin fahren kann. Plus man kann ein Soundmodul einbauen. Das hört sich oft besser an als ein echter Benziner. Oh, okay. Das ist interessant. Das habe ich mich nämlich immer gefragt. Wie das dann ist mit dem Sound. Und ja, auf einmal hast du so ein Auto hinter dir, weißt du, und du merkst es gar nicht. Läufst da die Straße lang und wirst über den Haufen gefahren oder angehupt. Sehr interessant auf jeden Fall. Auch das mit dem Aufladen habe ich mich schon immer gefragt. Wenn du mal so an einer Autobahnraststätte bist, längere Fahrten hast, muss man dann da jedes Mal 3-4 Stunden warten, bis das voll ist? Oder? Naja, auf meiner Reise habe ich auf jeden Fall gesehen, in Deutschland wird das langsam auch was mit dem Ausbau. Also ziemlich oft sieht man diese Ladesäulen schon. Fast an jeder Tankstelle. So 90% würde ich sagen. So, Stefan Reiß ist auch dabei. Mein Lieber, ich grüße dich. So, dann sind wir jetzt bei Folge 61. Sehe ich die Kommentare gerade nicht. Verzeiht mir das. Habe ich die 61 hier nicht? Da ist die 61. So, Martin ist dabei,
Der Wieland schreibt, es gibt nichts Besseres, wenn man Urlaub hat und Gibison schauen kann. Dankeschön dafür. Der Matthias schreibt auch ärgerlich, sehr ärgerlich mit dem Schläger. Erst nimmt er dir 450 Tacken ab und als du dann fit bist für eine Schlägerei, schaut dich keiner an, weil du nichts in der Tasche hast, ja? Erstmal direkt die Karma-Schelle bekommen, ne? Wenn es mal zu gut läuft. Aber letztes Mal hatten wir das Unwetter und ich denke, es könnte ganz gut laufen. Der Stefan schreibt auch, läuft bei dir. Ja, mein Lieber. Immer doch, immer doch. So, die 62. Heute ist, glaube ich, die 63 rausgekommen. Wenn ich mich nicht irre, ist das die Folge, wo ich die Base umbaue. Ja, genau. Könnt ihr euch gerne gönnen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Der Martin ist dabei. Der Matthias ist dabei. Der Andreas ist dabei. Der Andreas schreibt, der Gibby-Stil gefällt mir. Eine schöne Folge, auch wenn du am Schluss das Looten vergessen hast. Da schauen wir gleich mal rein, das ist mir auch noch eingefallen im Nachhinein. Li Zhao schreibt, Happy Halloween, coole Folge mal wieder. Ja, schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Dankeschön für deinen Kommentar, ich freue mich. Und Flammenherz wünscht auch ein Happy Halloween. Ja, das wär's soweit mit den Kommentaren. Ich hoffe, ihr hattet auch ein angenehmes Halloween. Ja, so angenehm, wie es nur geht. Also bei mir sieht das dann so aus, wenn ich Lust habe. Witzig verkleidet. Ansonsten sitzt man in der Bude und guckt Horrorfilme. Hoffentlich gewittert es dann auch draußen, ne? Meine Lieben, es soll weitergehen. Wir schauen mal, wo wir gerade sind. Aha, wir sind in unserer Base. Wir sind tot, müde. Es leckt feierlich, der Dogo hat schon die Couch angewärmt, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe mal kurz eine Runde schlafen. Kalt ist es noch nicht wirklich, aber ich glaube, ich schmeiß trotzdem mal das Feuerchen an. Wo haben wir es denn? Wo sind unsere guten Bretters? Haben die schon wieder verkauft? Nee, haben wir nicht. Wir haben alles verbaut. Ja. Dann schmeißen wir meine Ratte ins Feuer. Ich will immer hier nach links hingucken, weil die Kamera stand vorher da. Also so gucke ich dann immer, nicht wundern. Muss mich doch daran gewöhnen, dass sie da oben ist. So, bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Es ist zu kalt, um weiter zu schlafen. Wir schauen mal gerade, was wir noch ins Feuer werfen können. Das Ding fand ich immer schon richtig hässlich, deswegen kommt das jetzt ins Feuer rein. Können wir sonst eh nichts mit anfangen. Unsere Tasche platzt aus allen Nähten. Ja, okay, aus allen Nähten ist gelogen. Wir können auch 115 Kilo tragen, aber wir gucken mal. Ausrüstungstechnisch sind wir gerade auf Wärme dabei. Wir müssen ein bisschen zur Toilette. Ich möchte aber gerne was essen gerade. Gulasch Spezial haben wir dabei, aber das gibt so viel Willenskraft, dass ich das nicht aufbrauchen möchte. Einfach, weil wir noch die Willenskraft nicht haben. Gut, wir essen mal was. Zweimal. Jetzt müssten wir auch mal auf die Toilette gehen. Es tut mir leid, meine Lieben. Der Quality-Content, der ist komplett wieder am Start hier. Ach ja. Und sonst so bei euch. Ja, wir haben ziemlich viel Zeug im Inventar. Da könnten wir gleich mal eigentlich rüber zur Hotelbase und das da platzieren. Damit das hier nicht weiter rumfliegt, weil da haben wir auch noch keine Wände und gar nichts. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir das machen. Ja, des Weiteren wollten wir ein bisschen Geld farmen. Im Hinterkopf habe ich noch die Quest mit den Saufbrüdern. Da könnten wir eigentlich mal Geld farmen, um Kombucha zu besorgen. Wir müssen uns ja betrinken, um mit denen reden zu können. Hier haben wir hochwertige Sachen. Die können wir nehmen, um sofort besoffen zu sein. Das ist sehr gut. Sofort besoffen sein ist immer top auf leeren Magen besonders. So, der kleine Doggo kriegt auch ein Brötchen zum Frühstück. Ein warmes, knuspriges Brötchen mit saftig weichem Innenfutter. So. Uns geht es ganz okay. Könnte besser sein. Könnten uns eigentlich mal ein Heftchen reinziehen. Haben wir eins? Nee. Nee, leider nicht. Leider nicht. So, die hatten wir. Hatten wir die... Ach okay, die hatten wir doch gelootet. Guten Morgen. Guten Morgen. Plaudern wir mal eine Runde. 79, 59, Willens... Ach, berechnet.
Doch, wir kriegen trotzdem was, das ist schön. Ja, 1500 Goldmünzen, um diesen blöden Stuhl da zurückzukaufen. Hätten wir dem auf die Fresse gehauen. Hätten wir Ruhe gehabt. So, Plauder, 99, 79. So. Ausnahmsweise mal nicht reingeschissen. Davon können wir uns ein schönes Heftchen gönnen. Was wir natürlich machen werden. Ihr seht schon, der Himmel ist grau, es wird kälter. Obwohl der Himmel ist eigentlich immer grau, ne? So, Pfandflaschen verkaufen wir natürlich. Und schauen dann mal weiter hier im Text. Hier kriegen wir ein Heftchen, ja. Genau. So. Und das wird sich gegönnt. Jawohl. So. Jetzt putzen wir uns mal mit so einem Tüchlein ab. So, wir sind frisch, meine Lieben. Sehr frisch. Immer noch Zitronen. Aber sicher. Zitronen dabei haben ist immer super. Gut. Uns geht es blendend, meine Lieben. Auf dem Weg schauen wir natürlich bei Frau Leduva vorbei. Unser täglich Brühe gibt uns heute. Ein Energy Drink, sehr gut. Danke sehr. So, 99. Das ist einfach. Ja, machen wir mal. Was sollen wir sonst damit tun? Ein Kaffee, sehr gut. Schwer. Oh, jetzt habe ich gerade. Ja. Knapp. Jawohl, 79 Kronen. Wunderbärchen. Ach, jetzt habe ich vergessen. Ich wollte da oben zur Shisha-Bar, hatte die Kotstulle mir den Tipp gegeben. Fahrräder verkaufen, das kann man dann nochmal machen. Also, man macht es ja einmal sowieso für die Questline. Kann man aber mehrmals tun. Und das können wir so nebenbei machen. Man sieht ja ab und zu mal so Fahrräder rumstehen. Ne? So, hier möchte ich mich nicht allzu lange aufhalten. Allerdings haben wir so viele Wände und Zeug. Obwohl hier macht das gerade mehr Sinn mit dem Sichtschutz. So. Der gute alte Maschendrahtzaun. Ja, die Raumaufteilung, die ist ein bisschen suboptimal hier. Hier haben wir noch einen Zaun. Ja. Hat ein paar Löcher, das Häuschen. Macht aber nichts. Das macht aber nichts. Den packen wir einfach mal hier in der Ecke rein. Einfach, weil wir es können. Dekoration. Da kommt hier noch ein Ofen rein. So, Badewanne-Sessel. Luxus-Sessel. Auch noch. Ja, so kleine Lounge hier, ne? Ach, den Topf, den brauchen wir für Fester. Genau, da war ja was. Schränkchen. Schränke haben wir auf jeden Fall genug. Und können die nicht platzieren, weil wir den Zaun so dämlich hingestellt haben. Packen wir den mal dahin. Aber gleichzeitig die Lücke geschlossen. So. Badewanne. Die braucht bestimmt irgendjemand. Ein Tisch, ein Bettchen für Kinder. Stellen wir mal da draußen. Ist nicht so schlimm, wenn es regnet. So. Das kommt hier hin. So. Passt irgendwie auch ganz gut, finde ich. So, dann haben wir noch einen Tisch. Noch einen mehr. Ach, ich glaube, das reicht erstmal so. Wir haben da oben ja auch noch eine Base. Vielleicht kommen wir da auch nochmal vorbei irgendwann. Und wir schauen jetzt erstmal hier beim Küchenchef. Und holen uns ein bisschen was zu essen ab. Okay, der hat keine Aktionspunkte mehr. Warum nicht? Waren wir etwa in der letzten Folge schon hier? Nee. Wir haben umgebaut. So viel weiß ich noch. So, das Geld wird schon für 3 Kombucha reichen. Was sehr cool ist. 79, 59, 39, berechnend. 50, super. Wieder 25 Kronen mehr. Nebenbei looten wir natürlich auch mal ein bisschen.
Ne, Pfandflaschen sammeln, bisschen Altersvorsorge betreiben. Oha, hier ist gut Altmetall drin. Brauchen wir unbedingt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sind auch Hühnerknochen für den Ghoul. Den müssen wir auch mal wieder besuchen. In der Kanalisation. Der hat uns ganz gutes Zeug gegeben letztes Mal. Bin ich denn dämlich? Ich hatte doch gerade schon 90. Egal. So, 99. 79. Okay, okay, der möchte gar nicht, der Kerl. So. Wir haben schon wieder so viel Geld dabei, dass wir jemanden aufs Maul hauen können. Sehr erfreulich. Frau Leduva. Victor schickt mich, er meinte, sie hätten etwas Geld für ihn. Kostet das Aktionspunkte? Aber dann habe ich ja Schulden bei Frau Leduva. Nee, das möchte ich nicht. Eine Brühe. Zurück. Oder sollen wir es mal ausprobieren, meine Lieben? Wir können es mal ausprobieren, aber Frau Leduva ist meine Brühequelle. Ich probiere das mal für euch aus. Victor meinte, sie hätten etwas Geld für ihn. Ich habe ihm gesagt, dass er von mir keine einzige Krone mehr sehen wird, wenn er wieder im Gefängnis landet. Diese Ganoven werde ich nicht mehr unterstützen. Wenn er hierher kommt, werde ich die Polizei rufen. Ich werde sie auch auf sie hetzen, wenn sie mich nicht in Ruhe lassen. Oha, oha, alles klar. Frau Leduva ist im Kampfmodus. Frau Leduva, haben Sie ihr Barm? Es ist schließlich Ihr Sohn. Oder... Es tut ihm wirklich leid. Er will ein neues Leben beginnen. Er hat sogar einen Platz in einem Aussteigerhaus gefunden. Das ist allerdings nicht kostenlos und er hat nicht genügend Geld. Sie sind seine letzte Hoffnung. Okay, meine Lieben, wir brauchen anscheinend doch nicht 1500 Kronen zusammenfarmen. Das ist super. Ah, das klingt fast so, als würde er es diesmal ernst meinen. Nun, ich habe ein paar Ersparnisse. Aber das ist das letzte Mal. Sagen Sie ihm das. Verlass dich drauf. Gerade haben wir sie gesiezt und jetzt duzen wir sie. Okay, wir können immer noch bitten. Der Brühepool ist nicht versiegt. Das ist ja alles, was ich wissen wollte. Was sollten wir mit dem Geld denn jetzt nochmal machen? Für wen war das denn nochmal? Drags Stuhl. Ach, das war für diesen verkackten Stuhl. Stimmt ja. So, wir geben ihm das jetzt, wenn er den Stuhl nicht hergibt, hauen wir ihm Fett auf die Fresse. Ne? Meine Lieben. Wir nehmen mal hier beim Hobo Master die Zwischengasse, dann sind wir schneller da. Weil wir schon mal hier sind, holen wir uns auch noch eine Segnung ab. Die große Segnung natürlich. Super. Und tschüss. Geld, Geld, Geld. Wir brauchen Geld. Ja. 90 nicht geklappt. Ja, dann soll es wohl nicht sein. Bei Betteln sind wir bald aber auch eine Stufe höher. Das ist gut. 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 So. Wir schauen mal, was der Kerl jetzt sagt hier mit seinem Geld und seinem Stuhl. Ja. Für den Stuhl zurückkriegen. Den Herrensessel. Oder was war das? Ich weiß es nicht mehr. Wenn der uns wieder über den Leisten ziehen will, ne? Aber wir müssen da sowieso hin, um Fester seinen Topf zu geben. Deswegen zwei Fliegen mit einer Klappe. Und da sind Bretter, das trifft sich auch sehr gut. Unser Brettervorrat ist sehr zur Neige gegangen. Durch den Ausbau unserer Wohnung. Och, die sind ja leer. Oh, wie kann das denn sein? Das ist aber nicht so schön. Aber da waren noch mehr. Haben wir die auch mitgenommen? Haben wir. Ja, haben wir schon. Weswegen unsere Moral wahrscheinlich auch so kaputt war. Hallo, Victor.
Drags Stuhl. Das Angebot gilt noch. 1500 Kronen und der Stuhl gehört dir. Ich hab das Geld. Perfekt. Das wird mir echt weiterhelfen. Du kannst deinem Freund sagen, dass Marco den Stuhl später zurückbringen wird. Nur noch eine Frage. Hast du das Geld von meiner Mutter bekommen? Ja, sie hat gesagt, das war das letzte Mal, dass sie dir Geld gegeben hat. Oder wir lügen. Nein, ich bezahle das aus meiner eigenen Tasche. Ich nehme doch nicht das Geld einer gutgläubigen alten Dame. Wir würden im Endeffekt ja nur ihm das Geld aus den Rippen leiern, wenn wir ihn jetzt anlügen. Das heißt, Frodo, du weiter da kein... Was mache ich mir hier überhaupt Gedanken? Das ist ein Spiel, das ist ein NPC. Trotzdem, wir lügen ihn an. Nein, das ist aus meiner eigenen Tasche bezahlt worden. Großer Fehler. Sie ist ein bisschen senil und ehrlich gesagt wäre es besser gewesen, wenn ich ihr Geld bekommen hätte, statt irgendeinen verdammten Versicherungsvertreter. Warum bestraft Gott sie mit dir? Überlass das mal ihm. Jedenfalls gute Arbeit. Ich hätte da übrigens was für dich. Komm jederzeit vorbei, wenn du willst, und ich erzähle dir die Einzelheiten, okay? Was hast du denn für uns? Was machst du hier? Warum interessiert dich das? Verpiss dich. Schön. Wir gucken später nochmal vorbei. War nett mit dir, Victor. Wir haben auf jeden Fall den hässlichen Stuhl wieder. Geben Fester jetzt sein Töpfchen. Plaudern. Haben wir ihm seinen Topf schon gegeben? Ich werde noch wahnsinnig. Meine Hütte knarrt ständig. Jedes Mal, wenn ein starker Wind weht, habe ich Angst, dass mir alles auf den Kopf kracht. Du hast das Ding selber gebaut und kannst es nicht mal in Schuss halten? Ja, ich habe mir die Hütte schon genauer angesehen, aber selbst wenn ich wüsste, wie man das hier in Ordnung bringt, habe ich nicht die nötigen Materialien. Keine Sorge, ich würde dir das Geld dafür geben. Okay, ich guck mal. Bärs Mantel ist ein hammergeiles Teil. Er hat ihn selbst gemacht und sieht darin einfach krass aus. Ja, der Mantel, der macht schon was her. Ich glaube, Bär ist ein recht pragmatischer Typ, oder? Ja, ich hätte den Mantel gerne, aber Bär will ihn nicht rausrücken. Ja, ich frage ihn mal. Bärs Mantel? Bär, der will eine Biker-Uniform von uns haben. Der gibt uns dann bestimmt sowieso den Mantel, könnte ich mir vorstellen. Ja, meine Lieben. Das wäre es dann erstmal für diese kleine Zwischenfolge. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Und ja, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ja, bleibt gesund, munter, hübsch und sonnig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, meine Lieben.